Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Heute nehme ich euch mal ein ganz bisschen mit hier beim Shooting, was ich für Colori mache. Und zwar mache ich da die Fotos für den Online-Shop. Colori ist eine Modemarke, die machen T-Shirts, Hoodies und Rucksäcke, Beanies und solche Geschichten. Es geht bei diesen Bildern nicht darum, irgendwie ich coolen Lookbooks zu machen, irgendwie so Lookbook-Shooting-mäßig, also irgendwie on Location, sondern es geht jetzt wirklich darum, die Bilder, die in den Online-Shop reinkommen, wo der Kunde sich die T-Shirts in der richtigen Farbe anschauen kann, sich die Details genau anschauen kann, das Material sehen kann und solche Geschichten. Also man muss das sehr sauber und sehr fein fotografieren. Ja, und das mache ich halt bei mir im Studio immer. Und das wird vor einem weißen Hintergrund gemacht. Und ja, dann zeige ich euch erstmal ganz kurz mal so ein bisschen den Aufbau. Warte mal, ich nehme das mal so rum. Und zwar habe ich den Hintergrund. Nehme ich einfach einen weißen Hintergrund. Da habe ich in der Seite rechts und links ein 1,80 m Strip Light, was mir den Hintergrund schneeweiß blitzt. Abschatter habe ich hingestellt, wie ihr seht, rechts und links, damit mir direkt das Licht wiederum von den Strip Lights hinten nicht in meine Kamera reinschießt. Ja, dann von vorne das Model bekommt eine 120er Softbox und von unten leicht aufgehellt auch nochmal mit einer 70er Softbox. Das stelle ich gleich mal ein, aber als erstes gilt jetzt für mich, ich fotografiere mit dieser Kamera hier mit 50 mm. Das erste, was für mich halt gilt, ist, dass ich, oh Moment, ich drehe mich mal, damit könnt ihr mich besser sehen, dass ich den Hintergrund wirklich schneeweiß bekomme. So, und das mache ich, indem ich einfach in den Rechner rein fotografiere. Ich habe jetzt mal meinen Blitz eingestellt auf ein Achtel Leistung und ich teste jetzt einfach mal. Wir machen mal ein Testfoto. So, ich mache das immer folgendermaßen, und zwar stelle ich mir die Überbelichtungswarnung ein, weil das ist genau das, was ich auch natürlich später brauche, weil ich möchte ja, dass der Hintergrund schneeweiß ist. So, und jetzt kann ich den schön gleichmäßig weiß machen. Ja, ist schon fast gut. Die Erfahrung sagt mir, dass ich noch ein bisschen höher kann. Das ist mal so. Wunderbar. Das ist im Endeffekt genau das, was ich haben möchte. Jeder würde jetzt sagen, um Gottes Willen, du hast jetzt nicht mehr genügend Informationen hinten. Aber ich brauche die auch nicht. Ich möchte einen weißen Hintergrund haben. Einen schneeweißen Hintergrund. Einfach. Jetzt geht es als nächsten Schritt darum, dass ich mir das so weit vorbereite, dass ich mir hier jetzt einen Barhocker hinstelle, damit ich ungefähr auf die Höhe komme, wie später das Model ist. Dann ziehe ich meiner Schaufensterpuppe schon mal ein Colori-Shirt an und mache dann schon mal so ein Testfoto, damit ich das Licht stehen habe. Weil ich bereite mich gerne so weit vor, dass ich alles so weit stehen habe, dass wenn das Model ans Set kommt, dass es dann wirklich nur noch darum geht, Klamotten anziehen, vernünftig richten, gut hinstellen, dass die T-Shirts und Hoodies, jetzt in diesem Falle, die wir heute machen, gut hängen, gut sitzen und also keine großen Falten, Knitterfalten oder sonstiges. Und ja, darum geht es dann eigentlich. Und wenn wir das haben, dann mache ich noch Detailfotos. Und ich habe die Schaufensterpuppe jetzt mal hingebaut, wie man sieht. So habe ich auch also meine Schaufensterpuppe heißt ja Uwe. Uwe jetzt einfach mal ein Colori-Shirt angezogen, damit ich schon mal das Licht einstellen kann. Ich nehme natürlich das weiße Shirt, damit ich gleich sehen kann, was am extremsten das Licht reflektieren wird, also ob es mir ausbrennt oder nicht. Und damit mache ich dann einfach Testfotos. Ich habe jetzt vorne schon mal den Blitz ein bisschen eingestellt, dass es passt. Und dann von unten ja auch nochmal diesen einen Blitz, der mir das von unten einfach ein bisschen auffrischt jetzt. Jetzt mache ich mal ein Testfoto.
So, dann schauen wir uns das alles mal an. Prima. So, wie ihr seht, habe ich den Hintergrund ein bisschen wieder rausgenommen von der Belichtung, damit es mir nicht zu hart zieht. Und jetzt kann ich mir anschauen, ob ich irgendwelche Überstrahlungen habe oder ob das soweit alles passt. Das muss ich gleich mal dann schauen, wenn das Model da ist. Ansonsten vom Licht, vom Shirt her passt mir das soweit ganz gut für die ersten Einstellungen. Dann geht es weiter mit dem Color Checker. Das ist natürlich ganz wichtig. Das heißt, das wird das erste, falsch rum, so, das wird das erste Foto sein, was ich mit dem Model mache, sobald das Licht alles richtig eingestellt ist. Und damit ich die richtigen Farben habe. Wie das dann später weitergeht, wenn man das Bild hat und wie das mit dem Color Checker ist, das kannst du mal bei mir in den Videos schauen. Das habe ich schon mal genau erklärt, auch anhand von einem Colori-Shooting. Da einfach mal ganz kurz reingehen. Da gibt es schon ein Video für, wo ich dir erkläre, wie man dann von hier aus weitermacht. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant für dich und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Vielleicht darf ich ja nachher noch mal kurz filmen, wenn das Model da ist. Bis dann, tschüss. Ihr seid ja immer noch da. Cool. Dankeschön, dass du so lange zugeschaut hast. Lass mir doch einfach mal ein Abo da oder lass mir doch einfach einen Daumen nach oben da oder auch gerne einen Daumen nach unten, wenn du meinst, dass das scheiße ist. Aber ansonsten, schau gerne mal bei mir ein bisschen auf dem Kanal rum. Da gibt es noch andere Videos und ja, ansonsten bei mir auf der Homepage. Wenn es mal Workshops sind, die dich interessieren, schau einfach mal nach. Da stehen eigentlich immer aktuelle Termine. Jetzt aber abschalten, ne? Bis dann. Tschüss.